Herzensgrüezi aus Mappenzellerland, ich bin Denise Antoinette Sonderegger und jetzt ist definitiv Endspurt angesagt. Das ist das letzte, ich hoffe, ich habe richtig gezählt, das letzte der 100 Videos und das möchte ich gerne dem vierten Quadranten widmen, nämlich Haus 10 bis 12. Und wir haben ja angefangen von diesem Individuellen, ich fokussiere mich auf mich, dafür kann ich Menschen helfen, ihre Ressourcen zu entdecken und zu entwickeln. Dann ging es um den Spaß, dann ging es um miteinander arbeiten, Beziehungen pflegen. Und jetzt kommt der vierte Quadrant und da geht es eben um, ich sag mal, das, wohin es uns treiben wird, als ganze Gemeinschaft, als ganze Gesellschaft, dieses Miteinander wachsen. Und die Menschen, die viel in diesem vierten Quadranten haben, das sind Menschen, die auf der einen Seite einen starken Willen haben, etwas zu entwickeln und auf der anderen Seite das kombinieren wollen mit dem Gemeinwohl. Also das sind Menschen in der Regel mit großen Zielen, mit einer großen Vision, möchten das aber nur in Kombination mit Menschen machen in der Gemeinschaft. Und ich kann das aus meinem eigenen Nähkästchen geplaudert, kann ich das bestätigen. Ich habe ganz viele meiner persönlichen Planeten in diesem Haus 10 drin. Und das bedeutet eben unter anderem, dass ich immer versuche, das Wissen zu teilen. Als Beispiel, ich mache das Jupiter Coffee, wo ich als Unternehmerin mit Erfahrung aus dem Business, aus Marketing, aus der Information, mit dem Dialog, mit der geistigen Welt eben mein Wissen, mein ganze Energie zur Verfügung stelle, um Menschen und als Unternehmerinnen eben zu unterstützen. Und ich mache das mit großer Freude und Spaß und ganz viel Leichtigkeit, weil ich einfach sehe, dass es wichtig ist. Und das ist so ein bisschen ein gutes Beispiel, was Menschen, die ganz viel da in diesem vierten Quadranten haben, was das für eine Energie ist. Und ich bin der Meinung, dass wir sowieso miteinander wachsen müssen, dass wir in eine neue Ära reinkommen für die Welt. Und für mich ist jeder Quadrant mit seinen Ausprägungen genau gleich wichtig oder genau gleich richtig. Also das heißt nicht, wenn ich das jetzt geschildert habe, dass ich das Gefühl habe, meine Häufung im Quadrant 4 ist die wichtigste. Nein, das finde ich überhaupt nicht. Es ist einfach, wie schon in den vorhergehenden Videos erläutert, eben so ein bisschen die Möglichkeit, Energien zu erkennen, ist das etwas, was das am richtigen Ort ist. Und als ich angefangen habe, Business Astrologie für mich natürlich anzuwenden, habe ich dadurch ganz viel über mich erfahren, also Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe natürlich nochmals ganz viel über mein Business erfahren. Und ich würde jetzt sagen, wenn jemand ganz viel Ausprägung im ersten Quadranten hat, braucht er nicht unbedingt eine persönliche Gruppe. Wenn jemand ganz viel Ausprägung im vierten Quadranten hat, dann braucht er unbedingt eine persönliche Gruppe. Ob das dann bei irgendeinem Social-Media-Kanal ist, das ist mir nicht so wichtig. Also das heißt, wir können auch da wieder mit ganz wenig Puzzlesteinen wieder herausfinden, in welche Richtung es gehen kann. Und das macht für mich Business Astrologie so unendlich spannend und vielfältig und wir können es für so viel nutzen. Nein, du musst mich nicht mehr für Business Astrologie begeistern. Ich bin einfach begeistert von Kopf bis Fuß, bis in die kleinste Zehe rein. Und es hört nicht auf, je länger ich mich mit Business Astrologie, mit den natürlichen Energien von Sonne, Mond und Planeten beschäftige, desto heftiger wird meine Liebe. Und ich versuche, möglichst viele Menschen mit dieser Liebe anzustecken. Warum? Ganz einfach, wir nutzen die natürlichen Energien von Sonne, Mond und Planeten. Das heißt, das habe ich schon einige Male erzählt, wir nutzen den Rückenwind für unser Business, sodass es leichter fällt, weil
Es wird uns oft, gerade in der Online-Welt, so ein bisschen rübergebracht, ja, wenn du da mein Konzept machst, dann machst du in 3 Tagen 100 Millionen oder noch mehr und du musst gar nicht arbeiten, du sitzt nur noch am Strand rum. Und ich habe Unternehmertum ganz anders erfahren, auch in Unterstützung mit der geistigen Welt. Und zwar, es ist wirklich wie in der Natur draußen. Es gibt für jede Phase eben einen Zeitraum. Es gibt auch die richtige Energie dafür und, und. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir anfangen, in diesen natürlichen Zyklen zu arbeiten, also diese Business-Zyklen energetisch gesehen, dann fällt es uns viel leichter. Arbeiten werden wir trotzdem. Das ist meine Meinung. Nur fühlt sich's für mich eben oft nicht als Arbeit als solches an, weil es nicht anstrengend ist, sondern weil ich eben dann das mache, wenn die Energie richtig ist. Und ich habe mir etwas überlegt. Die 100 Videos haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich herzlich für die Kommentare. Ich bedanke mich herzlich für diejenigen, die sich in mein Newsletter eingetragen haben, die sich für meine Arbeit interessieren, die sich für meine Workshops und Angebote interessieren. Und ich möchte anschließen an diese Challenge, die ich mir selber gestellt habe, die mir auch geholfen hat, mich auf meine Prüfungen vorzubereiten, die ich jetzt abgeschlossen habe, erfolgreich. Das freut mich natürlich sehr. Und da mache ich weiter. Das ist der Anfang und wird wahrscheinlich nie fertig sein. Und das ist gut so. Und meine Lust, das Wissen weiterzugeben, ist noch größer geworden. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich mache eine Show, die heißt irgendwie, muss ich noch ein bisschen mit der geistigen Welt quatschen, Astro Business und Marketing Show oder Astro, ich weiß doch auch nicht was. Es hat mit all den Energien zu tun, über die ich jetzt die letzten 100 Videos geredet habe. Es hat mit den Informationen der geistigen Welt zu tun und natürlich in Kombination mit dem Wissen, was ich als Unternehmerin, was ich als Marketing-Expertin, was ich als ja, langjährige Unternehmerin eben, wie erwähnt, eben mitbringe an Wissen, an Erfahrung. Und das möchte ich gerne teilen, weil ich der Meinung bin, dass wir gemeinsam eben noch mehr erreichen können. Und meine Arbeit richtet sich mehrheitlich an Unternehmerinnen. Männer sind immer willkommen. Ich will die nicht ausschließen. Aber ich erinnere mich an etwas, was mir die geistige Welt schon ganz früh gesagt hat in unserer Zusammenarbeit. Die dauert jetzt in dieser Form mit meinen Business-Engeln schon wieder 2017, kannst du selber ausrechnen. Und ich weiß, dass die geistige Welt mir gesagt hat, ihr braucht mehr reiche Frauen. Und eben über das Business können wir das erreichen, indem wir eben das machen, was uns in die Wiege gelegt worden ist, in der Art und Weise, die passend ist zu unserer Energie. Und ich möchte einfach nochmals darauf hinweisen, und das habe ich vor kurzem in einem Jupiter-Café, da findet ja jeden Donnerstag von 8:30 bis 8:45 statt. Da kannst du einfach reinkommen und als Unternehmerin mitquatschen, Fragen stellen, dich austauschen, schamlos Werbung machen. Und da habe ich auch gesagt, wir haben nicht das ganze Jahr die gleiche Energie zur Verfügung. Das ist so, wie wenn du schaust in der Natur, da gibt es eine Phase, da wächst alles wie wild, das ist der Frühling. Dann kommt so ein bisschen, ja, geht es über in den Sommer, da wächst es noch, da müssen wir dann noch so ein bisschen düngen, bis wir dann gegen den Herbst hin ernten können. Da müssen wir überlegen, was kommt als nächstes, was können wir schon im Herbst anpflanzen. Dann kommt der Winter, die Winterphase, das kann auch der Winterschlaf sein, und dann geht es wieder los. Und wir können das exzellent auch nachvollziehen in unserer eigenen Energie. Die wenigsten Menschen, und ich weiß, ich kenne mich mit Human Design aus, ich weiß, dass da Typen, der Generator, der hat immer Energie zur Verfügung. Der Projektor, ich bin Projektorin, die haben ganz wenig Energie zur Verfügung. Jetzt, wenn ich das vergleiche, dann sage ich lasse das mal so stehen. Ich bin der Meinung, aus Beobachtung und eigenen Erfahrungen natürlich, dass wir
das ganze Jahr unterschiedliche Energie haben. Und das hat ganz viel damit zu tun, wann wir geboren sind. Und das sind so Themen, die ich von Herzen gerne aufgreife und auch weitertragen möchte, weil es ist so wichtig, wenn du jetzt in der falschen Energie einen Launch machst, dann musst du dich grausam anstrengen und du wirst kaputt sein. Du wirst auch vielleicht nicht das Maximum rausholen. Und wenn du das zu einem Zeitpunkt machst, wo die Energie einfach da ist, weil die Konstellation aus den Planeten eben die richtige ist, dann ist es so, wie wenn du einen Turbolader zünden würdest. Und wie gesagt, in anderen Phasen ist das genau falsch. Und das kann man relativ leicht herausfinden und dann sagen, okay, es gibt Phasen, die eignen sich exzellent und die Phasen eher nicht. Und das werde ich in dieser Show so ein bisschen erzählen. Ich habe noch keine Ahnung, wie das geht. Ich habe angefangen, mich zu bedanken. Und das möchte ich wirklich nochmals von Herzen sagen. Das hat mich sehr berührt, die Kommentare, die Kontakte, die E-Mails, die ich bekommen habe. Und das ist für mich nicht selbstverständlich und hat mich riesig gefreut. Und wie gesagt, es geht weiter. Und zwar werde ich dann nicht jeden Tag live gehen, sondern ich habe mir mal vorgestellt, dass ich einmal pro Woche live gehe. Das kann am Mittwoch sein, das ist Merkurtag, Kommunikationstag, das passt wunderbar, dass ich da darüber rede, was du die Woche drauf machen kannst, welche Konstellationen gut sind, welche nicht. Wir hatten jetzt zum Beispiel eine ganz interessante Kombination, einen sogenannten relativ langen Void, und das kann man auf Monate, wenn nicht auf Jahre herauslesen. Also dann weißt du schon, dann findet so ein Void statt. Da solltest du nichts tun, was mit dem Business zu tun hat. Jetzt dann weißt du das und kannst es einplanen. Das sind so kleine Beispiele. Ich möchte da, ich sage jetzt mal, Licht ins Dunkel bringen und ganz, ganz viel Planetenstaub verteilen. Ich möchte die Lust und Freude in dir wecken, dich noch mehr mit deinem Horoskop zu beschäftigen, weil das, was dir in die Wiege gelegt worden ist, ist dein Business-Schatz. Also das betrifft, wenn du dein eigenes Business hast, das kannst du natürlich auch umwälzen, eben auch auf eine Anstellung. So. Jetzt weiß ich gar nicht, bin ich fast ein bisschen traurig, die Videos zu machen. Das hat mir wirklich viel, viel Spaß gebracht. Und ich bin froh, bin ich da über diese Hürde gegangen. Damals war ja wieder Zeit, Aufbruch, mutig sein. Das hatte ich, ja, ich musste mich zwingen, ist der falsche Ausdruck und das stimmt so nicht, aber ich musste eine Hürde nehmen, die habe ich genommen, es hat mir viel Spaß gemacht. Und was mir immer wichtig ist, ist Menschen zu ermutigen, dass sie selber etwas tun, um eben aus der Komfortzone, und die kenne ich auch, aus der rauszukommen. Und wenn wir im Business wachsen wollen, dann kann ich aus Erfahrung sagen, ist es in 99,9% so, dass wir zuerst irgendwo einen Schub machen, und das kann eben dieses eine Challenge sein, in welcher Form auch immer. Ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn es losgeht. Ich freue mich, wenn du reinschaust, weiter kommentierst, gerne auch Fragen stellst, so dass du anfangen kannst, dein Business eben auch so ein bisschen auf die Energien von Sonne, Mond und Planeten auszurichten. Und ich möchte es nochmals betonen, ich habe ja eine eigene Gruppe, da gebe ich immer wieder Informationen zu den Energien, die herrschen. Und wir nehmen ja die Energien ganz unterschiedlich wahr. Die einen sind dann bei einem rückläufigen Saturn sehr müde, die anderen sind ganz fidel. Und das hat auch damit zu tun, der rückläufige Saturn, als kleines Beispiel, wenn du in einem rückläufigen Saturn geboren bist, dann ist es für dich so wie normal. Und wenn du, wenn der Saturn dann rückläufig geht, wenn du in einem normalen Saturn geboren bist, ist der rückläufige eher eine Herausforderung. Und dementsprechend dann kann es sein, dass du müde bist. Und da können wir eben anfangen, ein Verständnis zu entwickeln, warum es so ist. Und dann eben das auch in unsere Planung, im Business einzubauen, sodass wir ohne, ich sage jetzt mal,
ohne großen Aufwand unsere Energie dort ausleben können, wo wir sie eben haben. Und da sind wir sehr unterschiedlich und ganz ehrlich, das ist gut so. Ich merke, ich komme ins Quatschen, ich bin begeistert, weil ich diese Möglichkeit, meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, weil ich diese Möglichkeit mehr noch in die Tiefe von was sollten meine Kunden anbieten, was eher nicht, dass ich da Menschen dabei unterstützen kann. Und das ist für mich das große aus dem Bett fliegen morgens. Ich bin bekennende Frühaufsteherin, habe keine Probleme aufzustehen, absolut nicht. Und eben, ich bin begeistert, wenn ich Menschen dabei unterstützen kann, dass sie eben das leben können, was ihnen in die Wiege gelegt worden ist. Und da gehört Astrologie dazu, da gehört Medialität dazu, da gehört die Verbindung zu allem, was da ist. In diesem Sinne nochmals ein herzliches Dankeschön und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich schicke dir ein von Herzen kommendes Tschüss, mach's gut.